Eine der grundlegenden Illusionen, die Frauen und auch Männer gerne mal haben, ist es ja zu glauben, dass Frauen jeden x-beliebigen Mann, den sie für kurzfristige Anziehung gewinnen, auch behalten werden können. Heißt also, eine Frau spielt mit ihren Reizen, hängt schön das Fleisch ins Schaufenster, sagen wir mal für einen ganz bestimmten Mann, den sie haben will, und ja, natürlich wird sie den dann, so sie gut aussieht, auch bekommen, aber erstmal nur für rein körperliche Angelegenheiten. Die Bewertung, die eine Frau von einem Mann bekommt, die ist evolutionär in Stein gemeißelt. Das heißt, ist sie super schlau oder dumm, steinreich oder bettelarm, ist sie Vorstandschefin oder Hausfrau, all das interessiert Männer nicht wirklich. Und natürlich wurmt das Frauen gerade heute extrem, weil man heute rauf und runter propagiert, dass Männer und Frauen gleich behandelt und gleich bewertet werden müssen, was in der Praxis natürlich kein Mensch macht. In der Realität ist es nach wie vor so, dass Frauen eher eine langfristige Datingstrategie haben und Männer eine kurzfristige. Und einen Top-Mann, also ich rede hier von einem Mann, der haufenweise Optionen hat, für etwas Festes zu gewinnen, das ist für jede Frau der Welt einfach mal extrem schwierig. Und ja, dass Männer kurzfristig daten und Frauen langfristig, das hat natürlich wieder seine Ursache in der Evolutionsbiologie, denn Frauen sind nun mal gezwungen, mehr Zeit in die Fortpflanzung zu investieren als Männer. In der Schwangerschaft, da sind sie halt sozusagen vom Markt, und auch das Aufziehen der Kinder, da diese nun mal Nesthocker sind, das nimmt Zeit in Anspruch. Männer hingegen verfolgen eine ganz andere Fortpflanzungsstrategie, da sie ja quasi schon nach ein paar Stunden, nachdem sie ihre Kampfschwimmer auf die Reise geschickt haben, wieder bereit sind und für noch mehr Nachwuchs sorgen können. Wir haben ja also, wenn man so will, zwei verschiedene Überlebensstrategien, die den Fortpflanzungserfolg garantieren bzw. dem anderen in Aussicht stellen. Und genau deshalb gucken Frauen, wenn es um langfristige Beziehungen geht, mehr auf die Situation des Mannes, also auf seine Zukunftsaussichten, die er mitbringt. Und Männer, na klar, die gucken natürlich mehr auf die Optik der Frau und sie tun das in so ziemlich jeder Situation. Wenn Frauen also die beste Zeit ihres Lebens, die optische Blüte mit Karriere, Partnerhopping und mit Feiern verplempern, na, dann gucken sie quasi dabei zu, wie ihre Fälle schön sukzessive davonschwimmen, wenn es um Qualitätsmänner geht. Männer, die haben dieses Problem natürlich so gut wie gar nicht. Ihre Lebenserfahrung und ihr Marktwert für den Fortpflanzungserfolg, der katapultiert meist genau dann in die Höhe, wenn er für Frauen rapide ins Bodenlose zu fallen beginnt. Nämlich so circa um die 30 rum. Heißt also, dass es für keinen Mann einen Grund gibt, die Flinte ins Korn zu werfen, falls es bei den Ladies noch nicht so läuft. Deine Zeit, die wird kommen, wenn du nämlich den Fokus mehr auf deine persönliche Situation richtest, anstatt zu versuchen, mit Flirtmanipulation zu punkten. Und in Bezug auf Selbstvertrauen, das Frauen ja so schätzen, du wirst nicht unbedingt erfolgreich, wenn du Selbstvertrauen hast oder vortäuscht, sondern du bekommst es, wenn du erfolgreich bist. Wirf gerne einen Blick auf die Methode für ultra schnelle Anziehung auf sehr schöne Frauen, die ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Die funktioniert nämlich erstaunlich gut für fast alle Männer. Mach auch den Daumen hoch, wenn du was mitnehmen konntest. Und erzähl es mir, wenn dir irgendwas zum Thema einfällt. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.